Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Wir müssen jetzt zum Croc. Und ich möchte nicht nach zu diesem Krokodil. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich sehe seismische Aktivitäten auf ganz Arkham Island. Geht's dir gut? Ivys Pflanzen übernehmen die Kontrolle. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen. Und vielleicht hier rein. Ach, was ein Abend, ey. Von Urlaub ist das nix hier. Aber ich finde das gut, dass seine Kleidung auch wirklich dreckig wird und alles, ne? Also das, oder auch so Blutspritzer bleiben und so. Ich finde das gut. Oh. Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Was? Hä, wie, hä? Ah. Eine Folge mache ich noch und dann mache ich erstmal Schluss heute. Wieso macht er das jetzt so leise? Haben wir Besuch? Okay, das Spiel lädt. Eigentlich kein gutes Zeichen, wenn es das von alleine tut. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl! Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut. Testen wir sie mal. Nein! Nein, ich bin noch hier! Okay, ich weiß Bescheid. Wieso verstärken wir den Sicherheitsdienst wieder? Joker will dieses Gebäude fledermausfrei. Wir haben die Tür versiegelt. Es geht weder rein noch raus. Er ist niemals so blöd, nochmal herzukommen. Wenn er es tut, bringen Jokers Bomben ihn um. Bist du dir sicher? Ja. Wieso? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht. Das ist alles. Ich... Wow! Ich bring dich! Ich geh um ihn rum! Batman ist weg! Ich hab ihn verloren! Warte, ich komm mit dir! Komm von der Seite! Oh Mann! Fuck! Ich komm nicht weg! Ich werde dich töten! Na wenigstens ein. Oh Gott, ich hab ihn verloren. Fuck, ey. Oh Scheiße, das ist doch nicht wahr. Ich geb dir Deckung. Bitte drum, ich bitte drum. Dann, wenn ich die jetzt alle so ausschalten kann. Hallo! Es liegt eine Leiche auf dem östlichen Gehweg. Du hast Joker gehört. Diesmal finde ich dich. Hallo. Mann! Och, jetzt leck mich, leck mich, leck mich. Nein, ich komm nicht weg.
Ah, ich komm nicht weg. Fuck, ey. Oh, na, lass das weg. Nein! Ich brauche hier Deckung. Er ist über das Geländer. Schnappt ihn! Okay, ich habe definitiv kein Leben mehr, ey. Mann! Jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Wo ist der hin? Boah. Okay. Wo muss ich lang? Ich muss geradeaus. Ja, aber die kriege ich hier nicht aus. Oder? Hier habe ich ja jetzt alle tot. Mal vielleicht von da aus. Ah ja. Harleen Quinzel. Nenn mich Harley. Jeder macht das. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergangster einen Glamour-Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig. Da läuft das zusammen. Hier läuft das zusammen. Oh nee, schon wieder so eine große. Ach mein Gott, ich hasse diese großen Dinger. Ach, ach meine Nase juckt. Okay, los geht's. Ach. Sehr schön. Komische Umgebung, oder? Hat jemand das Spiel letzte Nacht gesehen? Ich dachte jetzt, es wäre eine Störung und mal Spiel. Stürzt mir ab.
hattest recht, Mr. J. Klassischer Fall von größenwahnsinnigem Märtyrertum. Kuckuck. Hallo, neuer Patient. Das ist Scarface. Sicherheitschef der Joker-Anstalt. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www.ich-glaube-ich-werde-verrückt-und-zieh-mich-wie-eine-fledermaus-an.com/idiot. Ihr müsst mir zuhören! Das ist ein Irrtum! Ich hab's nicht getan! Du kannst uns gehen lassen. Wir werden nicht versuchen zu fliehen. Halt's Maul, du dummer alter Mann. Haltet die Klappe! Batman, Batman, kannst du mich hören? Hey, Süßer, du verpasst noch die Party! Wir werden uns alle umbringen. Du musst uns helfen! Hilf uns, bitte! Schneidet mich los! Bitte! Ich sehe mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Er sieht nicht sehr gut aus. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Hülle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super! Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen! Mit einem Knall! Was? Was? Weiche den Schüssen des Jokers mit dem mittleren Stick aus? Was? Was ist das für eine Scheiße gerade hier, ey? Was ist das hier? Ach du Scheiße. Bruce Wayne, okay. Verzeihung. Was war das? Oh nein, er schon wieder. Deswegen. Jetzt weiß ich auch, was los ist. Was versuchst du anzustellen? Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich wie viele von uns, dass er verrückt wäre. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, er wäre durchgekehrt. Als er mich festhielt und mir mit der Rasierklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hatte. Während wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir vor nichts Halt, um sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei bestätigt. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Also, was soll's? Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Er wurde versichert, dass er das Team Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde. Und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Nein! Oh, da bist du! Scheiße! Ich bin zu nah... Und am Ende der Furcht das Vergessen. Scheiße.
Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich wie viele von uns, dass er verrückt wäre. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, er wäre durchgeknallt. Als er mich festhielt und mir mit der Rasierklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hat. Während wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir für nichts Halt, um sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Also, was soll's? Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde, und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Was bist du, Batman? Ein Feigling? Entschuldigt, dass ich dabei so leise bin. Aber ich muss mich voll konzentrieren. Nein! Jetzt hab ich dich! Ich hätte warten sollen. Das macht mich wahnsinnig. Du hast versagt. Jetzt leide. Leide. Ich leide auch. Ey, ich leide. Ich hasse es. Ja. Komm, den schaffen wir. Oh, der wird knapp. Hier dann? Kannst du glauben, was du siehst, Ben? Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Mal sehen. Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Ja. Ach, scheiße. Ich? Gut, das schwächt nur deine Entschlossenheit. Gleiches Prinzip, gleiches Prinzip. Jawohl. Jetzt kommt die hier an. Ja. Was meinst du? Wie viel kannst du noch ertragen? Macht es dir Angst zu wissen, dass ich dich fast besiegt habe? Ja.
Ja. Was? Wie machst du das? Du hast genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Oh mein Gott, können wir den nicht einfach mal töten? Wieso bekämpfst du es, Batman? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Oh, ich will diesen Typen einfach nur tot sehen, ey. Der kotzt mich sowas von an. Lass mich raten, das ist jetzt zu, ne? System. Okay, und ich denke mal, dass das nicht schlau wäre, da jetzt runterzuspringen. Intensive Verwendung. Ja, Machen wir einfach mal. Wird Joker nicht schlauer sein? Warum? Er war es doch, der Crane rausgelassen hat. Was gibt's da unten? Killer Crocs Zelle, Mann. Du hast die Geschichten gehört. Man kann sie genauso gut seine Futterstelle nennen. Keiner geht rein und kommt heil wieder raus. Wieso fährt Scarecrow da nach unten? Wen juckt's? Ich hab die Tür hinter ihm verschlossen. Der kommt nicht mehr raus. Gott sei Dank, ey. Können sich die Blöden nicht einfach mal gegenseitig umbringen? Die Fledermaus! Ja, die Fledermaus. Okay, die war von Anfang an schon ein bisschen, ne? Naja. Ist schon wieder hier. Immer diese Scheiße hier mit dem Hacken. Fühl mich schon wie bei Watch Dogs. Scheiße, ich muss nochmal versuchen. Ich habe ihn nicht reingekriegt.
Na? Oh, das war knapp. Puh. Na, ja, ich sehe da unten schon Freunde von mir stehen. Da ist nichts mehr. Der Kerl macht mich verrückt. Ja, mich auch. Was macht er überhaupt? Wieso lässt ihn der Boss überall rumlaufen? Huch. Ich vertraue ihm. Nur eine zusätzliche Ablenkung für die Fledermaus, was ich gut finde. Was meinst du? Er meint, wenn die Fledermaus nach Scarecrow sucht, stört sie uns nicht. Und wir könnten hier vielleicht heil rauskommen. Ha! Er ist hier! Du meine Güte! Frag ihn nochmal! Ha, so macht man das. Was ist das denn da? Ach, das ist das Fleisch. Ui. Ja, lecker. Da ist noch irgendwie so eine Zentrale. Du weißt doch, wie man eine Karte liest, oder Detektiv? Aber sonst ist hier nichts mehr. Ich dachte, hier wäre noch ein Tonband. Noch Bilder von ihm. Ich sehe schon, dass das ein ganz schwerer Kampf wird. Da brauche ich mir nicht noch vorher Bilder angucken. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie sind... Und ich bin Ihnen auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur widert mich an. Nur weiter so, Doc. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid, aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schneiden Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten. Auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen. Und ich werde sie töten. Und dann Cash. Und danach sie. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf. Sofort. Hm. Oh mein Gott. Das ist sein Gefängnis. Ja, so ganz sein Gefängnis kann das auch nicht sein. Okay, Ivys Pflanzen sind hier. Zu spät, Batman. Oh Gott. Ein Schritt mehr und das kommt ins Wasser. Die Höhle wird sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen. Tu es nicht, Craig. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Wir haben ihn gefunden. Darf ich denn ins Wasser? Ich habe keine Ahnung, ey. Gerade etwas überfragt. Da rein.
Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Nein. Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ja. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihnen. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich schaffe es schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Ach, die sind doch ganz hinten bei ihm da. Die schwimmenden Pontons werden nicht fahren, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden. Du Scheiße, was war das denn? Ich werde es genießen, deine Knochen zu verzehren. Okay. Worauf muss ich achten? Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Ah. Okay, meine Lieben, aber ich muss Schluss machen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.